Über 150 Kommentare von euch zum letzten Video. Grund genug, einen zweiten Teil zu machen. Und das hier sind nochmal Dinge, die ihr auf gar keinen Fall in ARK tun solltet. Moin, mein Name ist Nico, der Profi, und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um ARK Let's Plays, Tutorials und Guides. Egal was, das gibt es hier. Wenn du da also Bock drauf hast, lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Rick Steinert sagt, man soll auf gar keinen Fall im Redwood zu tief fliegen, denn da könnte Tylakeleos sein. Und wir haben jetzt hier vor uns auch schon direkt den Redwood. Ich bin wieder mal im GCM unterwegs. Und wir fliegen hier mal ein bisschen durch. Und überall hier an den Bäumen, da können Tylakeleos sein. Und wenn ihr Pech habt, dann springen die euch an und die ziehen euch direkt von eurem Flugdino runter. Das kann es dann meistens für euch gewesen sein. Und wenn ihr Pech habt, auch für euren Flugdino. Dementsprechend solltet ihr hier aufpassen. Entweder drumherum fliegen, drüber fliegen. Oder eben ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ihr unbedingt rein müsst. Samuel Rudolph sagt, ein großer Fehler ist es zu denken, ach, da kann ich ja locker runterspringen und man stirbt dann. Ich würde das Ganze allerdings noch ein bisschen erweitern, um den Punkt irgendwo runter zu springen, ohne zu wissen, dass man vorher abspringen kann und dann keinen Schaden nimmt. Und wir demonstrieren das einfach mal hier. Wir springen mal jetzt mit dem Wolf hier eine ewig weite Strecke runter und springen rechtzeitig ab. Alles easy. Ich nehme keinen Schaden, der Wolf nimmt keinen Schaden, denn Tiere nehmen keinen Schaden, wenn sie keinen Reiter oben drauf haben, und wir machen das Ganze eben nochmal ohne GCM, weil der war ja eben noch an. Und dann werdet ihr auch sehen, dass ich tatsächlich hier keinen Schaden nehme. Alles easy. Leon ist nice, sagt, es ist ein riesiger Fehler, alle Punkte in handwerkliches Geschick oder Damage zu packen und gar kein Elixier des Vergessens zu haben. Aber warum sollte man das überhaupt machen? Ihr könnt, wenn ihr hier Blaupausen habt, so wie ich jetzt hier das Sturmgewehr, und das macht jetzt 182 Damage, packt ihr alles bei euch ins handwerkliche Geschick rein, dann habt ihr eine erhöhte Chance, dass ihr Gegenstände rausbekommt, die noch viel mehr haben als das, was dort steht. Dementsprechend kann das manchmal sinnvoll sein, eben alles in das Geschick reinzuballern, aber ihr braucht dann das Elixier des Vergessens, um euch dann wieder neu skillen zu können. Tomalin of Dreams sagt, es ist ein riesiger Fehler, das Tier, das eigene Reittier vorher nicht auf passiv zu pfeifen, wenn man ein anderes Tier zähmen möchte. Das ist mal wieder Classic Ark, denn in Ark zahlt man häufig Lehrgeld für das, was man eben tut. Und auch mir ist das schon des Öfteren passiert, dass ich tatsächlich beispielsweise mein Agi gar nicht auf passiv gepfiffen habe und die mir dann zum Beispiel in meinem Ark Hardcore Let's Play einfach mal ein Megatherium auseinandergenommen hat, was ich gerade zähmen wollte. Deswegen zumindest auf neutral stellen das Ganze, wenn ihr was zähmen wollt und ihr das Tier auch unbedingt haben wollt und eben nicht in Gefahr laufen wollt, dass ihr es dann verliert. Janovic, Janovic, wie auch immer, sagt, dass es ein riesiger Fehler ist, wenn man sein Equipment verloren hat, weil man gestorben ist, zu versuchen, dieses wiederzuholen, ohne dass man Equipment dabei hat. Das kann sich nämlich häufiger schwieriger gestalten, als man sich das vorstellen kann, und so ist man dann in einem endlosen Loop aus, ich hole meine Sachen wieder, ich hole meine Sachen wieder, ich hole meine Sachen wieder. Und da kann es dann eben je nach Situation auf jeden Fall Sinn machen, dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet und vielleicht auch die Quelle des Todes dann eben ausschalten kann, wenn man sich sein Equipment wiederholen möchte. Sebastian Höfke sagt, es ist ein Fehler, sich mit Quallen unter Wasser anzulegen. Ich meine, die meisten werden sich schon denken können, warum das ein riesiges Problem ist, aber Quallen können eine extreme Gefahr unter Wasser darstellen und sind ultra nervig. Man sieht es jetzt hier schon, da kommen die kleinen Elektroschocks raus, die mich dann unter Umständen lähmen oder sogar töten würden. Und hier vor uns sehen wir sogar eine ganze Gruppe. Das heißt, die sind häufig einfach auch in einem Schwarm unterwegs. Und wenn ihr da nicht richtig vorbereitet seid mit einem Baryonyx oder mit einem Basilo, dann kann das häufig einfach sehr, sehr eng und nervig werden. Paul Durbetin, Doerbetin, wie auch immer, sagt, es ist ein riesiger Fehler, Gamma ganz runterzustellen. Und Gamma ist das beliebteste Thema eigentlich mit auf dem Kanal. Ich sage ja immer, naja, Gamma hoch und runter stellen, irgendwie finde ich ein bisschen sinnlos. Zumindest wenn man irgendwie ein Let's Play im Singleplayer macht. Ich verstehe das, warum man das im PvP macht. Und wir haben es ja auch im Hardcore gemacht, weil wir einfach irgendwann gar nichts mehr gesehen haben. Aber lasst uns doch mal Gamma runterstellen auf 0. Ja, was soll ich sagen? Das ist tatsächlich einfach richtig, richtig ätzend und schlimm. Im Vergleich dazu mal ganz normales Gamma und hier Gamma 5. Wie man das teilweise dann nachts macht, um einfach besser was zu sehen. Wie gesagt, Gamma einfach ein sehr, sehr kontroverses Thema hier auf dem Channel. Easy sagt, es ist ein riesiger Fehler aus Versehen in der Luft, also viel zu weit oben E zu drücken, wenn man auf seinem Flugdino ist. Beziehungsweise halt auf den Konsolen die entsprechende Taste. Ich weiß nicht, ist das Dreieck, Y, was auch immer. Was passiert? Im schlimmsten Fall fallen wir einfach runter.
und wären dann möglicherweise tot. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil es klappt nicht immer, ne? Dass man wieder auf sein AG raufkommt. Ich spiele euch mal einen Clip mit ein aus einem Stream. Da hat das bei mir irgendwie funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Ja, hoffentlich. Fuck, ich bin abgeschwungen. Oh, ich bin wieder raufgekommen. Oh, das hast du gehabt. Aber gerade wenn man jetzt mal nicht sterben kann, darf, wie auch immer, das ist eine blöde Situation, ist es natürlich immer ärgerlich, wenn man stirbt. Muss man aber darauf aufpassen, gerade wenn man die Hand mal bewegt auf der Tastatur, dass man nicht falsch platziert, weil statt W könnte es dann mal sein, dass man eben E drückt. Yeti sagt, es ist ein riesiger Fehler bei Flugdinos nicht auf die Ausdauer zu achten. Und das ist absolut korrekt, weil es gibt einfach Orte, an denen wollt ihr nicht zwischenlanden, beziehungsweise es ist einfach besser, wenn ihr selbst entscheiden könnt, wo ihr Ausdauer tanken wollt. Deswegen immer auf die Ausdauer achten. Jetzt bei mir ist es so, ich bin jetzt hier über dem Sumpf. Da ist es natürlich schon mal sehr, sehr schlecht zwischenzulanden. Seid ihr über dem Redwood, ist es schlecht dort zwischenzulanden. Seid ihr über dem Wasser, ist es ultra schlecht dort zwischenzulanden, weil ihr einfach abgeschmissen werdet von eurem Flugdino. Und auch im Schneebiom. Eigentlich überall ist es mega ätzend, dann zwischenlanden zu müssen, ohne sich den Spot aussuchen zu können. Im Schneebiom die Porlovias oder auch die Yutis, die euch dann halt wegpfeifen mit ihrem Brüllen. Deshalb auf jeden Fall immer die Ausdauer im Auge behalten. Sebastian Höfkes ist nochmal mit dabei. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Raussuchen der Kommentare. Und er sagt jetzt hier nochmal, dass man aufpassen soll bei Eurypthiden. Also die soll man nicht unterschätzen, weil die sind zwar gar nicht so stark, aber die betäuben einen extrem schnell und das kann kritisch werden. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Eurypthide, was sind das überhaupt? Habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr Ragnarok schon mal gespielt habt, dann seht ihr die eigentlich immer. Wenn das bisher noch nicht gefixt worden ist, denn da gibt es so eine kleine Bucht, da kommen die immer an Land, obwohl sie gar nicht an Land kommen sollten. Und auf die Island sind das eher so Tiefseekreaturen, also ganz, ganz weit unten findet man die normalerweise. Da muss man dann natürlich auch aufpassen, weil da möchte man eigentlich auch nicht betäubt werden. Und gerade auf Ragnarok können die extrem nervig werden, gerade am Anfang, wenn man sich irgendwie eine Base aufbauen will und da gerade mal so ein bisschen am Strand chillt, wo es eigentlich sicher sein sollte, kann das ganz schnell in die Hose gehen. Habe ich auf jeden Fall einige Erinnerungen. Mirror Wolf kommt noch mit einem sehr, sehr guten Punkt. Es ist auf jeden Fall ein Fehler, keine Dino-Traps zu verwenden für starke Dinos, für Dinos, die ihr unbedingt benötigt, Dinos, die ihr irgendwie unbedingt haben wollt oder halt eben generell in Gebieten, wo es gefährlich sein könnte. Klar, man kann Dinos auch so zähmen. Wir haben das im Hardcore aufgemacht. Ohne eine Falle haben wir uns eine ARG geholt. Das geht alles mit genügend Erfahrung. Aber manchmal macht eine Trap eben auch Sinn. Hier haben wir zum Beispiel einen Bari dann gezähmt. Also hier fehlt noch ein bisschen was von der Falle. Das ist keine richtige Falle. Und das kann einfach extrem hilfreich sein. Nicht immer unbedingt die Falle, aber ihr solltet vielleicht manchmal euren Dino schützen, indem ihr beispielsweise Spikes aufstellt, weil so ist er eben davor geschützt, dass andere Tiere diesen Dino, der gerade am Boden liegt, angreifen. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch mal oben und sollte ich vielleicht auch nochmal ein Update zu machen. Wenn ihr noch mehr Todsünden in Ark habt, ja, die größten Fehler, die man eurer Meinung nach machen kann, haut in die Kommentare, vielleicht kriegen wir nochmal ein drittes Video hin. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.